Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan Girlschool. Ihr seht das hier, ich bin mit dem Avatar ja unterwegs. Viele haben sich sicherlich gefragt, wo ist denn der Toto eigentlich mit dem Avatar? Ich bin bereits das zweite Mal in diesem Clan. Lag aber daran, dass ich das erste Mal einfach wieder abgehauen bin, weil es mir ein bisschen unheimlich wurde. Ich habe das schon erzählt, da wurde hier mit Barge angegriffen und die Leute wurden hier nicht rausgeschmissen. Und ach, da habe ich gedacht, ach nee, Toto, da ist dir doch ein bisschen unheimlich. Und deswegen habe ich hier fluchtartig das Haus verlassen, aber ach, irgendwie tat es mir dann, ja, es tat mir nicht leid, sondern ich habe dann ja mit dem Avatar erstmal was anderes gemacht, habe dann aber gedacht und auch gesagt, ich komme einfach dann mal wieder. Und das mal wieder, das war dann halt vor ein paar Tagen, nämlich vor 2 oder 3 Clankriegen so. Und denn ich habe hier die Leaderin, die Curly Head, bei mir mit in der Friends-List und irgendwie musste da ja reingeraten sein. Also habe ich gedacht, also ganz aus der Affäre hier kann es sich auch nicht ziehen und ist ja auch blöde gewesen. Und die haben das hier dann auch geregelt. Also die Leute sind hier dann gekickt worden. Denn so hat es mich aufgeregt, dass hier überhaupt nicht reagiert wurde auf solche Geschichten. Und weil ich es auch nicht gewohnt bin. Ja? Also da ich ja so ein bisschen andere Sitten hier gewohnt bin von den Two Warriors, orientiert man sich natürlich immer daran, aber es gibt natürlich auch andere Clans, die auch ganz anders ticken. Ja, und so einer ist dieser Clan hier. Also ich war hier jetzt ganz gerne. Ich habe, glaube ich, jetzt 2 oder 3 CKs mitgemacht und wir haben endlich diesen hier gewonnen. Ich habe gesagt, ich bleibe hier so lange, bis wir eine Folge gewinnen. Und so ist das auch gewesen. Also der Gegner hier war, ich weiß gar nicht, wie er war, denn er hat ja so gut wie gar nicht angegriffen ab einer gewissen Stelle und deswegen war es hier leichtes Spiel für uns, aber wir haben hier trotzdem ganz straff angegriffen, war ja auch nur ein kleiner Clankrieg, ein 10 gegen 10. Aber ich denke dennoch, hat hier jeder oder so ziemlich jeder, bis auf unser Zweiter, der hat leider sein Bestes gegeben, um aus dem Clan hier rauszufliegen, nämlich keine Angriffe zu machen, aber der Rest hier hat ganz gut angegriffen und deswegen haben wir am Ende, ich denke mal, auch verdient gewonnen und sehen das hier, der Packer, Packer auf 1, ist ja cool, ne? Packer auf 1 sieht richtig nice aus, finde ich. Und wenn man den erstmal hat als Rathaus 8, ja, dann geht's schon gut voran. Muss man auch mal so sagen. Schön gemacht hier, Tim. 5 auf 10. Also ein RH8 hier auf ein RH7. Aber ich denke mal auch gerade mal so RH8, ne, mit so einem 1er Packer. Heiler hatte gar nicht erst weitergemacht auf 7. Also zieh die Heiler mal ein bisschen hoch. Ja, ich weiß, wir sind hier nicht in der Dorfbesuchfolge. Egal. Machen wir hier weiter mit einem reinen RH8 auf RH8. Also wir sehen hier den Flotto auf den Hero vom Clan Kabil. Und ist ein Level 5 Clan gewesen. Ich meine, ich bin hier in einem Level 10 Clan. Da hast du alle Vorteile. Und trotzdem fragst du dich dann natürlich bei so einem Level 5 Clan. Der hat ja auch schon immerhin die Spendentruppen Vorteile. Das heißt also jede gespendete Truppe plus 1 oder plus 1 Level. Und das ist ja auch schon nicht schlecht, aber dann fragst du dich natürlich, warum machen die gar nichts? Ja, da sind so viele Leute grün und dann machen die hier so gut wie nichts im CK. Ich meine, die haben ein paar angegriffen und es ist auch gar keiner rausgegangen da aus den Clan. Also es gibt ja immer mal wieder, dass sich Clans, wenn sie in unwegsamen Situationen sind, das habt ihr gestern bei mir im Video gesehen, dann lösen die sich plötzlich auf, aber hier gab es überhaupt keine Auflösungserscheinung. Scheinbar haben das alle so hingenommen, so nach dem Motto, naja, kriegen wir halt mal eine Klatsche, machen wir keine Angriffe. Ja, das natürlich auch. Also ich finde das immer doof. Und auch der Clan hier, Girlschool, hat hier etliche Male hintereinander verloren. Aber man lässt sich hier nicht aufhalten. Man spielt hier ganz normal seine CKs weiter. Und macht und tut. Jeder gibt hier das Beste, gibt sich hier Mühe. Und dann wird das auch mal wieder so belohnt. Das heißt also, den Gegner so ein bisschen demoralisiert und hier an die Wand gespielt. Und das fand ich eigentlich ganz nett hier, muss ich mal so sagen. Ich will mal eben schauen, das ist auch der Flotto. Ah, das ist der Avatar hier, den kennen wir ja. Und auch ich habe hier natürlich mein Bestes gegeben, auch wenn ich auch gerne mal mit der Kombi hier verreiße. Aber die Base hier sieht ja auf den ersten Blick nicht so stark aus. Ich habe mich gleich am Anfang verrissen. Ja, wollte eigentlich gar nicht den Hog Rider setzen, sondern den Magier hier hinten für die Bauhütte. Also Anfang schon mal nicht schlecht hier, Toto.
Genauso habe ich auch beim Anfang gedacht. Ich dachte, oh, wieso schickst du denn jetzt den Hockrider? Und jetzt geht hier aber schon mal die erste Riesenbombe außen los. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Eine schon mal weg. Also mit den Mauerbrechern hier jetzt erstmal in die Base rein. Und jetzt kommt mein Sprung eigentlich viel zu spät. Denn King, Queen, Bowler, ja, die machen jetzt erstmal großartig was anderes. Wissen dann nicht so richtig, wohin. Und oh, da habe ich erst gedacht, ach, hey, je, nee. Ja, Helden außenrum wieder. Ah, das kannst du echt gut ab. Aber ein paar Bowler geht immerhin mit rein. Die Queen geht hier mit rein. Und dann komme ich hier unten so ein bisschen Surgical mit meinen Hawks rein. Also so gut wie es geht. Surgical. Ist auch eigentlich ein komischer Begriff aus dem Englischen. Heißt nämlich 1:1, glaube ich, übersetzt ins Deutsche klinisch oder chirurgisch gesetzt. Also so Stück für Stück hier kommt man hier in die Base rein mit den Hawkridern und kriege ich zwar jetzt, ich, ja, und dann habe ich, ah, dann habe ich, wollte ich mein Tablet schon wieder verfluchen, denn ich habe den Heil nicht rausgekriegt hier. Ja, also glaubt man nicht, dass ich immer so lange mit dem Heilzauber warte, bis nur noch ein Hawk da ist. Nein, ich habe nicht rausgekriegt, habe also wieder getippt und es ging wieder nicht. Also, ach, das Gelbe vom Ei ist auch mein angeblich neues Tab hier immer noch nicht. Also was heißt neu? Ich habe es jetzt schon ein paar Monate. Aber im Android-Bereich, da tut sich auch nicht wirklich viel. Ich würde viel, viel lieber ein paar hundert Euro mehr ausgeben für ein richtig fixes, super Android-Tab, als hier mit meinem 200-Euro-Tab, was denn an einigen Stellen scheinbar versagt. Also bei der punktualen Fingereingabe oder auch bei dem Display, was ich manchmal nicht richtig gut aufgenommen bekomme. Für mich reicht das immer noch. Ja, ihr müsst das auch so sehen. Ich bin hier so ein Mainstream-YouTuber, der das als Hobby betreibt. Und deswegen reicht mir natürlich so ein Gerät hier für meine Zwecke absolut passend. Aber trotzdem, manchmal ärgert es mich, dass ich aufs Pad geschaltet habe. Denn wenn ich da manchmal tippe und es kommt was nicht raus, und dann muss ich nochmal rauf. Also ich mache mal ganz laut. Ja, dann fällt es bald hin. Ah, das nervt mich dann immer. Naja, ist nicht so schlimm. Ich habe hier 2x3 geholt. Einmal auf die 5, einmal auf die 6. Die 6 brauche ich euch gar nicht zu zeigen. Denn der ist nicht wirklich super. Aber wir gucken uns hier die Maui an. Die oder der Maui, ich weiß es gar nicht. Ich meine, der Clan heißt Girls School und ist, glaube ich, ich denke mal, ist auch sehr frauenlastig hier. Aber so viel super los ist hier dann doch tagsüber nicht. Also da bin ich ein bisschen anderes gewohnt hier. Aus meinem ganzen Umfeld, aus den Clans, in denen ich auch war. Aber das ist auch kein Highspeed-Clan hier oder ein super duper, wir machen jetzt mal ganz, ganz viel Pokale-Clan, sondern das ist hier wirklich ein Casual-Clan und hier wird halt geclasht, wenn Zeit und Lust ist und die Lust hatte, ich nenne es mal die Maui hier mit einem, was ist denn eigentlich, ein Go Viva gegen, Single Inferno, habe ich immer ein bisschen Schiss und, aber scheinbar kommst du ja mit drei Golems dann doch ganz gut durch und jetzt ist er auch endlich weg. Also der hat auch ganz schön viel weggepfeffert da. Mal gucken. Der andere Inferno ist auch ein Single. Okay, wenn du jetzt natürlich mit den Valkyren reinkommst und so ein paar gehen zwar außen, aber ein paar gehen mit rein hier, dann ist das natürlich beim Single Inferno richtig super hier. Hat es auch gut gemacht, finde ich. Also ist ein stabiler Angriff für unsere Verhältnisse hier oben gewesen. Hier werden keine drei erwartet hier im RH10 und RH11 Bereich, deswegen wenn hier stabile 2 geholt werden, dann werden hier auch die Kriege gewonnen. Die Neuner müssen dann halt ein bisschen besser ticken. Und haben wir auch gemacht. Und in diesem kleinen CK hier, denke ich mal, war das ganz in Ordnung. Und für eine Sonntagsfolge sowieso. Also ich nehme diese Folge hier jetzt Samstag auf, kurz vorm Stream. Also nicht wundern, dass das ein bisschen zeitversetzt kommt. Ja, denn ich streame ja jetzt heute Abend und nehme das hier vorher auf. Ja, also da muss man immer so ein bisschen die Zeit umdenken. Manche denken ja auch, oh, was labert denn der Toto da? Das war ja schon alles. Ja, natürlich. Ich nehme natürlich ein bisschen eher auf. Das heißt, ich produziere ganz, ganz leicht vor. So gut wie es geht. Und schauen wir uns den Bogen hier noch an. 40 Sekunden gucke ich mir jetzt keinen Bogenschützen an. Und wir schauen uns nochmal den Devil hier oben an. Der hat beide Bases hier oben gemacht. Waren beides Elfer. Also wirklich schöne Kämpfe hier. Ja, dieser hier mit den 50%, der ist nett. Der ist nett, vor allen Dingen finde ich sehr, sehr nett, die Truppenkombi. Ja, also mal wieder ein Packer hier mit dem Boot. Ein Packer habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen im RH11-Bereich und hier werden sie endlich mal wieder benutzt. Also zwei Max-Packer hier mit im Boot
Und der hat hier einen Golem und ich weiß gar nicht, ob es ein er oder sie ist. Vielleicht kann mir das mal jemand beantworten. Aber kommt hier schön. Ja, eigentlich über Ecke ist ein bisschen doof und Erdbebenzauber ist ja auch nicht mein Lieblingszauber. Aber das Loch ist nun mal da. Ja, muss man auch ganz klar unschwer erkennen. Das Rathaus liegt frei. Und wenn du deine Truppen so gut hier reinbekommst, hier geht ja wirklich nichts außenrum. Pekka schön mit drin, die Walküren schön mit drin, alle Helden mit drin, Golem mit drin. Das ist natürlich top. Ja, nicht eine einzige Truppe hier außenrum. Also alle können hier jetzt schön in der Mitte rödeln. Ist nicht schlecht, aber alle kriegen natürlich auch jetzt von außen Beschuss. Ja, muss man auch so sehen. Und ich habe den Angriff live gesehen und habe gedacht, eieieiei. Jetzt haben wir zwar das Rathaus, aber wo bleibt jetzt der zweite Stern? Ja, denn jetzt wird es schwierig. Truppen werden immer weniger, müssen hier durch die Mauern durch. Und die Päcker machen das ja aber schon ganz gut. Ne? Also so ein Max-Päcker, den würde ich jetzt auch nicht aus meiner Armee kicken, hätte ich mal fast gesagt. Oder von der Bettkante heißt es ja. Nee, den würde ich auch nicht rauskicken. Also ist schon krass. Und der ist ja nochmal kurzfristig genervt worden. Das heißt also nach oben hin, ja, dass er nochmal 100 Healpoints, glaube ich, mehr hat und macht ein ganz kleines bisschen mehr Damage, 20 oder 30, ich weiß es nicht so ganz genau. Und von daher, ja, finde ich sehr, sehr schön, dass er hier genutzt wurde und ich scrolle hier mal eben so ein bisschen näher rein in die Base hier, denn A49 und jetzt King und Queen, Queen, Warden, na, schaffen es beide nicht. Und der arme Bogenschütze hier kriegt es jetzt auch noch vom Minenwerfer, habe ich gedacht. Komm, hau den Bogi hier raus. Der muss nur 2 Schuss auf die alte Hütte machen hier. 2 Schuss. Und dann sehen wir mal, wie ultra knapp hier solche Spiele bei Clash of Clans enden können. 1, 2, 3 hat er. 4. Im letzten Moment musste er im letzten Moment 4 Schüsse. Eigentlich war die Bogenschützin schon weg. Aber der letzte Schuss zählt natürlich noch. Der war ja noch in der Luft. Und da seht ihr mal, super, super knapp. 50% hier geholt. Super gemacht, Devil 7. Also, schönes Ding hier. Ja, ich habe mich hier jetzt eigentlich schon eben schon verabschiedet. Das heißt, ich habe gesagt, vielen lieben Dank, Leute, dass ich hier sein durfte. Ich ziehe aber weiter und auch vielen lieben Dank dir, Curly Head, für den Spruch hier. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob es noch da ist. Ja, bist ein richtig guter. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe mich hier benommen. Ich habe hier ein gutes Bild von mir hinterlassen. Vielen lieben Dank. Euch hier auch, euch hier im Clan. Ich werde hier später rausgehen im Stream. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen spenden und gucke mir auch den nächsten Gegner noch an, den die hier machen. Spielen hier ein 15er. Ah, das ist super. Hat also ein bisschen, ja, Siege florieren auch im Clan. Das heißt also, ja, die treiben wieder ein bisschen an, so nach dem Motto, ja, wir haben wieder gewonnen und es geht weiter. Na, machen wir mal wieder mit. Also schönes Ding wird auch, denke ich mal, ich meine, die sind auch nicht umsonst Level 10 geworden, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Und das Lock war, ja, sieht nicht so gut aus. Aber es wird. Ich bin hier zuversichtlich, dass die Curly ihre Truppe hier im Griff hat. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Also wie gesagt, ich gehe erst etwas später raus. Vielen lieben Dank euch. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Für einen Sonntagmittag, denke ich mal, ein bisschen Auflockerung. Der Avatar geht zu den True Warriors übrigens und macht dort im Stream hartes Farming vom Dunklen. Denn der King hier soll endlich mal auf Max Level gehen. Also machen wir das mal. Ich verbleibe einfach. Bis dahin, euer Toto. Clasht.